Ja, danke schön. Ich würde gerne meinerseits zu Beginn zu drei Themen etwas sagen und natürlich dann gern wie immer auf Ihre Fragen antworten. Erster Punkt, den ich ansprechen will. Wir haben am Wochenende den 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer gefeiert. Auch Mitglieder meiner Partei haben gefeiert und es ist ein Grund zum Feiern. Nicht nur der 9. November 1989, sondern die Erinnerung an den Herbst des Jahres 1989 insgesamt ist auch für die Linke ein Grund zum Feiern. Das war ein Akt der Emanzipation und der Befreiung. Und es gibt nichts, warum wir mit Trübsal auf dieses Datum blicken könnten, ganz im Gegenteil. Und ich will mir die Bemerkung gestatten, dass auch die gesamtdeutsche Linke, die wir heute haben, ohne den Herbst 89 nicht denkbar wäre. Und insofern ist es schon völlig berechtigt, schon aus dieser Perspektive heraus fröhlich auf dieses Datum zu blicken. Zweite Bemerkung, die ich machen will, der 9. November ist über das Jahr 89 hinaus ein Datum mit einer sehr wechselvollen Geschichte in Deutschland. Und insofern war es für die Linke gestern auch wichtig, bei verschiedenen Gelegenheiten, zum Beispiel auch an den 9. November 1938 zu erinnern und die antisemitischen Pogrome, die gehaust haben damals im Dritten Reich. Und ich wünsche mir, dass wir bei aller Freude über den 9. November 89 auch an dieses Datum denken und an die Konsequenzen, die sich auch für heutiges politisches Agieren daraus ziehen lassen, zu denken. Dritter Punkt, den ich zum gestrigen Sonntag sagen möchte: Die Thüringer CDU hat dieses Datum genutzt, ich glaube auch sehr bewusst dieses Datum genutzt, um zu mobilisieren zu einer Kundgebung gestern gemeinsam mit der AfD und Neonazis ist sie dort aufgetreten, um gegen eine rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen, vor allen Dingen gegen den möglichen linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zu demonstrieren. Zunächst finde ich es nicht nur bemerkenswert, sondern extrem bedenklich, dass die CDU mittlerweile solche Bündnispartner braucht, um für ihre Politik auf der Straße zu mobilisieren. Ich erwarte eigentlich von der CDU, dass sie sehr schnell klarstellt, dass sie bei allem legitimen Protest, den will ich ihr gar nicht absprechen, sich von solchen Bündnispartnern distanziert. Zweite Bemerkung dazu. Ich habe gesehen, es ist und gehört, es ist dort auch zum Beispiel gerufen worden, wir sind das Volk. Das ist ja nun eine sehr klare Bezugnahme auf den Herbst 1989. Wenn man im Jahr 2014 in Erfurt im Zuge einer demokratischen Regierungsbildung eine solche Symbolik wählt, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man einen Beitrag dazu leistet, SED-Unrecht zu relativieren. Denn das, was in Thüringen im Moment verhandelt wird und möglicherweise im Dezember mit der Wahl eines linken Ministerpräsidenten auf den Weg gebracht wird, hat nun wirklich nichts mit dem zu tun, mit dem, was 1989 in den Protesten auf der Straße in der DDR zu Recht zu Fall gebracht worden ist. Den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft das Stichwort Luxemburg und Jean-Claude Juncker. Es hat in den letzten Tagen eine öffentliche Diskussion gegeben über die Möglichkeiten der Steuervermeidung, um das mal freundlich auszudrücken, die in Luxemburg geboten worden sind für Unternehmen. Zunächst, Jean-Claude Juncker hat ja nun seit kurzer Zeit ein neues Amt. Er repräsentiert wie wahrscheinlich kein anderer Europa in den nächsten Jahren, zumindest möchte er das, und gestaltet europäische Politik. Die europäische Realität ist im Moment, und ich habe kein Anzeichen, schon gar nicht von ihm, dass sich daran gravierend etwas ändern soll. Europäische Realität ist im Moment Sozialkürzung in vielen Ländern Europas. Und ein Kommissionspräsident, der offensichtlich Verantwortung trägt für solche
Steuervermeidungsmodelle, also dafür, dass sich große Unternehmen und Konzerne arm rechnen können, damit sie ihre Gewinne vergrößern. Wer dafür Verantwortung trägt und gleichzeitig Sozialkürzungen überall in Europa durchsetzt, der muss Fragen beantworten, um das freundlich zu formulieren. Es gibt den Vorschlag, einen Sonderermittler einzusetzen. Dieser Vorschlag wird von uns begrüßt und unterstützt. Und ich will ausdrücklich sagen, ob Jean-Claude Juncker noch weiter tragbar ist in seiner jetzigen Funktion, das wird sich zeigen, wenn die entsprechenden Ermittlungen abgeschlossen sind und wir Klarheit darüber haben, welchen Anteil er an dieser Politik trägt. Dritter Punkt, das Thema TTIP, ein europaweites Bündnis gegen die geplanten Freihandelsabkommen der EU mit den USA und Kanada hat heute Klage eingereicht beim Europäischen Gerichtshof. Wir unterstützen das ausdrücklich. Sie wissen, dass die Linke seit geraumer Zeit zu den schärfsten Kritikerinnen dieser Freihandelsabkommen zählt. Wir kritisieren nicht nur die Art und Weise, wie verhandelt wird, nämlich geheim und intransparent, sondern wir kritisieren auch das, was offenbar Gegenstand dieser Verhandlungen ist, nämlich Unternehmen weitreichende Möglichkeiten einzuräumen und gleichzeitig soziale und andere Standards zu beschneiden und auch die Möglichkeiten demokratischer Mitbestimmung und Entscheidung zu beschneiden. Ich hoffe, dass die Klage erfolgreich ist. Sollte sie nicht erfolgreich sein, wird auch das weitreichende Konsequenzen haben, denn dann wird offensichtlich für die nächsten Jahre der Zustand in Europa sein, dass Bürgerinnen und Bürger keine Chance mehr haben, auf eine solche Politik Einfluss zu nehmen und bei solchen internationalen Verträgen außen vor sind. Ich glaube nicht, dass das ein Europa ist, was wir wollen und was sich Bürgerinnen und Bürger wünschen. Dankeschön.